Ich sage, ich brauche nicht unbedingt den Reichtum. Ich persönlich finde es immer sehr krass, Leute zu sehen, die, wie das bei dir der Fall ist, zum Beispiel sagen, okay, ich sehe mich nicht in der Verantwortung, was an die Gesellschaft oder an das Allgemeine wirklich zurückzugeben in Form von auch Arbeitsleistung. Mein Name ist Niklas, ich bin 25 Jahre alt, Gründer und Geschäftsführer und Selfmade-Millionär. Mein Name ist Hartmut, ich bin 62 Jahre und momentan seit 13 Jahren obdachlos. Geld spielt in meinem Leben natürlich eine große Rolle, einfach weil ich schon von klein auf immer viel Geld machen wollte. Aber auch für meinen Lebensstandard heutzutage super wichtige Sache. Wenn ich halt mal in Notfällen bin oder so, dann gehe ich halt auch mal ein bisschen betteln. Also ich bin mit meiner Situation ganz zufrieden. Alright, da bin ich mal gespannt. Ist ja eine interessante Uniform hier. Sieht fast aus wie ein Monteuranzug. Ich freue mich auf gleich, bin gespannt, auf wen ich treffen werde. Eigentlich bin ich nicht nervös, warum sollte es sein? Mir kann doch hier nichts passieren. Hi. Hallo. Hallo ihr beiden. Ihr durchlauft jetzt drei Runden, in denen ihr persönliche Fragen über euch selbst beantwortet. Das Wichtigste dabei, hört einander zu, lasst euer Gegenüber seine Geschichte erzählen, seid offen und ehrlich. Stellt euch die folgenden Fragen im Wechsel: Auto oder Fahrrad? Ich komme aus Oldenburg ursprünglich. Ich bin mit dem Fahrrad groß geworden, aber mittlerweile würde ich fast mehr sagen Auto. Also bei mir ist Fahrrad und jetzt vielleicht auch aufgrund meines Alters, sage ich mal, E-Bike. Drinnen oder draußen? Draußen. Ja, draußen würde ich auch absolut so sagen. Ich liebe die Natur, wenn man irgendwie mal im Wald ist, mal rauskommt, gerade hier auch in Berlin aus der Stadt raus, ist immer schön. Geben oder nehmen? Mein Großvater hat mir immer beigebracht, geben und nehmen, das geht Hand in Hand. Und ich lebe immer nach dem Grundsatz, wer viel gibt und immer mehr gibt, der kann auch immer mehr nehmen. Also es ist sozusagen, wie man so schön sagt, ein Geben und Nehmen. Geben, ja. Ich gebe schon einiges weiter und versuche auch Menschen zu helfen, denen es nicht so gut geht wie mir. Und Nehmen tue ich auch. Ich denke, das wird sich ein bisschen im Gleichgewicht halten, aber natürlich bin ich schon auch drauf angewiesen. Wie hast du deine Kindheit erlebt? Die Kindheit habe ich eigentlich in schöner Erinnerung auch noch. Wir waren 4 Generationen im Haushalt auf dem Bauernhof. Also von wir als Kinder, die Eltern, die Großeltern, die Urgroßeltern, noch Tanten und Onkel. Also es saßen 14 bis 16 Leute am Küchentisch, wenn es Essen gab. Und es wurde alles zusammen gemacht. Und ja, es war natürlich immer arbeitsreich, das muss ich sagen. Und es war nicht sichergestellt, dass man einen Samstag oder einen Sonntag frei hat. Wenn einfach die Arbeit anlag, was weiß ich, die Heuernte, dann musste halt auch einen Sonntag gemacht werden. Und man war praktisch auch so eingespannt. Für mich war das dann, wenn man so will, auch immer das ist also sozusagen auch Arbeit und man kriegt nichts dafür. Ja. Sag ich jetzt mal einfach pauschal. Okay. Wann hast du im Leben gelernt, Verantwortung zu übernehmen? Ich glaube, ich hatte aus meiner Perspektive das große Glück, das sehr früh machen zu dürfen, weil ich bin komplett alleinerziehend mit meiner Mom groß geworden. Das heißt, mein Vater hat meine Mutter verlassen, als sie schwanger war. Und wir haben das sozusagen 18 Jahre lang dann zusammen durchgeboxt. Und ich habe immer das Gefühl gehabt, oder das ist auch heute noch so, auch wenn andere Leute natürlich sagen, das sollte nicht mehr so sein, aber der Mann ist schon im Haushalt, glaube ich, gerade auch für einen Jungen sehr wichtig, um dem bestimmte Dinge beizubringen und auch bestimmte Dinge halt zu machen.
Und dadurch, dass das total bei mir gefehlt hat, habe ich halt super früh Dinge eigenständig gemacht. Ich konnte zum Beispiel auch super früh mir selbst Essen kochen, weil ich damit immer auch das Gefühl hatte, okay, wenn ich die Verantwortung übernehme, dann habe ich auch die Kontrolle. Was bedeutet Freiheit für dich? Für mich bedeutet Freiheit, dass ich tun und lassen kann, was ich möchte. Ich habe mir auch immer im Leben, sage ich mal so, das rausgesucht. Wenn ich irgendwo mir was vorgenommen hatte, so das und das willst du erreichen, dann habe ich das mir vorgenommen und auch versucht, halt durchzuziehen, bis es eben geschehen war. Und heutzutage, da sage ich, habe ich das nötig? Irgendwann hat sich das erledigt. Also ich muss da nicht mehr so mitspielen oder dem, was die Allgemeinheit so will, muss dem nicht mehr Genüge tun, sondern ich mache das, was ich will. Frage an beide. Mal angenommen, ihr würdet im Lotto 1 Million gewinnen. Was würdet ihr mit dem Geld machen? 1 Million ist eigentlich nicht viel. Vielleicht ist das genug, um Kleinigkeiten zu machen, weil heutzutage ist das Leben schon so teuer geworden, dass es mit 1 Million eigentlich nicht getan ist. Ich sage jetzt mal 10 Millionen, das wäre eine Summe, wo ich sagen könnte, okay, damit kann man was initiieren, damit kann man was bewegen. Ich würde auf jeden Fall, ja, eine kleine Absicherung für mich, ich brauche nicht viel. Ich habe eine Tochter, die würde ich ein bisschen absichern. Wie gesagt, die Million ist zu wenig. 1 Million wäre weg für die Grundabsicherung bei mir. Und die anderen 9 Millionen, die geht in soziales Objekt und soziale Engagement, weil da kann man wirklich was bewegen. Grundsätzlich würde ich gar nicht so gerne überhaupt 1 Million Euro im Lotto gewinnen. Ich habe in meinen jungen Jahren Freunde oder Leute in meinem Umfeld gehabt, die sehr, sehr schnell an sehr viel Geld gekommen sind, ohne dafür irgendwas tun zu müssen. Und genauso schnell war das Geld dann meistens auch wieder weg. Also wenn ich jetzt 1 Million trotzdem gewinnen würde durch Zufall, dann würde ich das Geld wahrscheinlich nehmen jetzt mittlerweile und irgendwo investieren, schauen, was mich gerade voranbringen kann. Aber wie du sagst, absolut, 1 Million heutzutage bringt dir gar nichts mehr. Also auch dieses Ziel, Millionär zu sein oder 1 Million zu haben, das ist für mich auch gar nicht, gerade ich bin auch noch ein bisschen jünger, überhaupt erstrebenswert. Ich glaube auch 10, 20, 30 Millionen sind eine Summe, mit der kann man sich schon sehr gut um sich selbst, seine eigene Familie kümmern. Und wenn man auch nochmal weiterschaut und sagt, okay, man will was richtig Großes aufbauen, weil man richtig vielen Leuten helfen, dann kann man auch noch deutlich mehr Geld dafür sicherlich gebrauchen. Sag deinem Gegenüber etwas, das du jetzt schon an ihm magst. Also, ich finde, er hat eine sympathische Ausstrahlung. Und sympathisch kommst du mir rüber, weil du alleinerziehend sagst, das erlebt hast, dass deine Mutter dich allein großgezogen hat. Und ich habe meine Tochter allein großgezogen. Okay. Dich macht meiner Meinung nach sympathisch auch aus deiner Vergangenheit, was du erzählt hast, mit der Story, dass ihr mit einer großen Familie am Tisch gesessen habt und alle so mit anpacken musstet oder durftet. Ich finde das immer super interessant und auch gut, Leute sozusagen zu treffen, die wirklich irgendwie nicht so mit dem goldenen Löffel im Mund, sag ich mal, geboren sind, sondern wo man als Kind auch schon lernt, hey, ich muss mit anpacken, ich muss auch was machen, damit am Ende des Tages auch was auf dem Tisch steht. Mein Name ist Niklas, ich bin 25 Jahre alt, Gründer und Geschäftsführer und Selfmade-Millionär. Und ich glaube, dass man ein sehr, sehr negatives Bild über Geld in Deutschland eingeprügelt bekommt. Dabei ist Geld, wenn es zu Genüge zur Verfügung steht, eigentlich eine großartige Sache. Und eigentlich, glaube ich, will auch jeder gerne viel Geld haben. Mein Name ist Hartmut, ich bin 62 Jahre und momentan seit 13 Jahren obdachlos. Ich bekomme Bürgergeld mittlerweile, vorher war es Hartz IV. Und das reicht mir zum Leben. Also sowas wie Geld macht nicht glücklich, das hört man eigentlich überall. Das Witzige, ich habe noch nie einen Millionär oder superreichen Menschen das sagen gehört. Geld macht nicht glücklich. Geld macht nicht unbedingt glücklich. Ich würde sagen, eher das beruhigt. Okay, interessant, cool.
Okay, du bist obdachlos. Wie ist so dein Tagesablauf? Also, weil ich zum Beispiel, ich bin jemand, ich muss irgendwie was zu tun haben. Also, wenn ich nichts zu tun habe, dann das ist für mich immer, also ich muss irgendwas machen. Also, ey, ich bin jetzt nicht zwangsläufig irgendwie nur arbeiten, sondern ich kann auch mal im Urlaub sein oder sonstiges. Aber du stehst irgendwann ja wahrscheinlich auf. So, wie sieht dein Tag dann aus? Also, was machst du den ganzen Tag? Ich habe noch einen Hund, der macht mich automatisch wach, sobald es hell wird. Und dann muss ich ja wieder mein Zelt und alles wieder zusammenpacken. Weil ich bin also immer unterwegs. Also jetzt. Du reist sozusagen so ein bisschen durch die Gegend, ja, auch so als, ja, als so eine Art, ja, Pilger sozusagen. Ja. Okay. Also ich bin nur unterwegs, wenn es eben geht. Früher bin ich einfach mit dem Rucksack auf dem Puckel durch die Gegend gezogen. Dann ist man mit der Bahn gefahren so. Und dann so irgendwann Fahrrad. So, dann Fahrrad, wie gesagt, durch den Hund, Hundeanhänger. Mittlerweile fahre ich E-Bike. Das ist der erste Obdachlose, von dem ich höre, dass er ein E-Bike hat. Ne, ist nicht der erste, aber ich halte es, wenn ich irgendwo schon eine Woche bin, oh, und es wird aber Zeit, dass ich hier einen Abflug kriege. Also hast du nie so das Verlangen? Immer das Freiheitsrad, ja, und immer weiter. Und ich brauche keinen Reichtum, um frei zu sein. Also für mich ist Geld macht für mich frei. Also Geld ist sozusagen eine Währung, die man in Freiheit ummünzen kann, wenn man weiß, wie es geht und wenn man in der Lage ist, genügend Geld anzuschaffen. Ich glaube, dass Geld Möglichkeiten schafft, die für mich wichtig sind. Ich habe tatsächlich glücklicherweise auch durch meine Mama viel von Deutschland gesehen, aber ich war auch schon anderthalb Jahre und habe in Asien gelebt und bin dafür rumgekommen und habe total viele tolle Sachen gesehen. Und jetzt zum Beispiel, wir haben ein neues Office, wir ziehen nach Mitte, jetzt schaust du nach einer Wohnung, da kannst du 2.000, 3.000 Euro im Monat rechnen, für eine richtig schöne Wohnung. Das kann sich fast niemand Normales leisten. Oder Autos zum Beispiel, das brauchst du nicht, um glücklich zu sein. Aber es ist eine Sache, die dich schon auf jeden Fall in irgendeiner Art und Weise auch freut. Und das ist zum Beispiel für mich mein Ziel, deswegen weiß ich, ich brauche Geld, um diese Ziele, Reisen, Haus, Auto, Familie und sowas zu erreichen. Ja, ich habe die Ziele habe ich nicht. Also was will ich mit dem Porsche zum Beispiel? Ich bin eigentlich reich, weil ich habe, was ich an Lebenserfahrung und was ich schon alles erlebt habe und gesehen habe. Ich sage, ich brauche nicht unbedingt den Reichtum, 300 Quadratmeter Land und was weiß ich da, so ein Gartenhäuschen, ein bisschen ausgebaut. Also so nach dem Schema wäre ungefähr, was ich sagen würde. Okay, das ist das, was man als Komfort, also im Vergleich zum Zelt oder wie ich jetzt unterwegs bin, ständig unterwegs. Also was andere, die machen einmal im Jahr Camping und ich mache jeden Tag Camping. Mhm. Im Winter ist vielleicht nicht mehr so schön. Also immer zu streben, immer reicher, irgendwas. Ich muss jetzt das haben, ich muss jetzt das haben, ich muss jetzt das haben, habe ich überhaupt kein Interesse. Als Jugendlicher vielleicht auch ein bisschen, vielleicht wusste ich es auch immer noch nicht besser. Und eigentlich war ich dann auch immer so ein Teil des Systems, aber irgendwann bin ich ausgestiegen. Also ich brauche es nicht. Es bringt mir nichts, also es nicht so, wie du jetzt sagst, hier, ich muss das alleine haben, um glücklich zu sein, auch die Arbeit oder den Job oder so. Aber glaubst du nicht, dass es so ein bisschen auch eine Entscheidung ist, obdachlos zu sein und das ist nicht, also, weil ich für mich habe die Entscheidung getroffen, reich zu werden. Das hört sich mal total stupid an, aber ich glaube, jeder oder fast jeder hat eigentlich das Potenzial, das zu machen. Zum Beispiel aus meiner Perspektive, ich könnte mir nicht vorstellen, auf der Straße zu wohnen oder zu leben oder dieses super Ungewisse zu haben. Glaubst du, für den Großteil der Gesellschaft oder für die meisten Menschen, dass Geld vielleicht nicht unbedingt gleich Glück bedeutet, aber dass Geld ein sorgloses und ein vor allem viel freieres Leben bedeutet? Ja, aber wenn ich sehe, der Großteil ist ja auch in dem Schwitzkasten drin. Und das ist ja auch ein Zwang. Der muss sich in dem Hamsterrad bewegen, sonst, sobald das stillsteht, dann ist es vorbei. Dann bricht irgendwas auseinander. Aber ist das für dich immer so Hamsterrad gewesen? Weil ich sag mal, okay, das ist natürlich eine Veranschaulichung, die ich auch selbst nutze. Ich habe früher mal gesagt, ich will raus aus dem Hamsterrad, deswegen, ja, habe ich mir auch was Eigenes aufgebaut. Ja. Aber im Grunde genommen ermöglicht das Hamsterrad, oder ich sag mal, bei mir ist es vielleicht eher so ein bisschen so ein goldenes Hamsterrad, gibt einem aber auch sehr viel, meiner Meinung nach. Glaubst du, dass alle Leute, die arbeiten, das aus reinem Zwang tun? Aber sehr viel. Also es gibt auch sehr viele, die sich nicht aussuchen können, was sie gerne möchten. Das, ja. Also das kommt auf die Ausbildung an oder wie auch immer. Ist ja klar, es gibt da mehrere Voraussetzungen. Also ich habe da im Leben auch schon viele Chancen gehabt. Also ich hätte auch eine Firma übernehmen können. Und warum hast du das nicht gemacht? Der Weg dahin habe ich halt gemacht. Aber dann, wenn ich das Ziel erreicht hatte, habe ich gesagt, so, jetzt brauche ich eine neue Herausforderung. Ja. Also. Aber wie fühlt sich das für dich an, wenn du weißt, zum Beispiel jetzt, du bekommst zum Beispiel diese 502 Euro im Monat
Und könntest aber theoretisch wahrscheinlich auch mit deinem Körper oder deinem Wissen oder Know-how, was du dir mal erarbeitet hast, theoretisch einen eigenen Job haben und andere Leute gehen arbeiten. Ich zum Beispiel verdiene halt sehr, sehr, sehr viel Geld, aber es gibt ja auch Leute, die machen viel weniger Geld und müssen halt einen Teil von diesem wenigen Geld, was sie schon haben, abgeben, damit du das sozusagen am Ende des Tages nehmen kannst. Und ich persönlich finde es immer sehr krass, Leute zu sehen, die, wie das bei dir der Fall ist, zum Beispiel sagen, okay, ich sehe mich nicht in der Verantwortung, was an die Gesellschaft oder an das Allgemeine wirklich zurückzugeben in Form von auch Arbeitsleistung. Ich habe ja auch jahrelang gearbeitet, ist das ja nicht. Mhm. Am Baum möchte ich jetzt nicht mehr zurück oder ich habe jetzt mal Handwerk gelernt oder so. Das Alte habe ich jetzt hinter mir. Aber ich denke, jetzt kommt die Zeit und das möchte ich auch so lange tun, wie es eben geht, um irgendwo mehr mich für Sozialbelange zu engagieren. Und den anderen, die sich vielleicht nicht auch helfen können, die gar nicht in der Lage dazu sind, für die zu sprechen oder in deren Namen auch irgendwas zu bewirken. Die Unterbringung zum Beispiel von Obdachlosen ist ein Thema für mich. Die Krankenversicherung von Obdachlosen und so weiter. Aber ich sag mal, so wenn man das jetzt mal vom großen Ganzen zum Beispiel betrachtet, ist es ja wahrscheinlich so, dass du zum Beispiel sagst, okay, ich engagiere mich sozial, aber ich sag mal von einer Richtung wahrscheinlich, in der einfach nur mehr gefordert wird. Also ich gehe jetzt mal davon aus, wenn du zum Beispiel sagst, okay, hier gibt es zum Beispiel nicht genügend oder die Unterbringungen sind nicht gut genug oder sowas, wir brauchen hier mehr Geld und dies, das, jenes. Aber die Frage ist ja immer, okay, von wem kommt dieses Geld? Und man sagt ja immer erstmal, okay, das Geld kommt irgendwie vom Staat. Aber in Wirklichkeit kommt das Geld von Leuten, die dafür in Deutschland ja arbeiten müssen. Und würdest du es nicht sinnvoller sehen, wenn du sozusagen auch einen Job hättest oder einen Beitrag sozusagen leisten würdest und vielleicht auch mehr Geld zur Verfügung hättest, dann auch mehr sozusagen tun könntest in dem Bereich, in dem du dich engagieren möchtest oder engagierst so. Die 502, was jetzt Bürgergeld ist, die werden genauso investiert und die kommen der Wirtschaft genauso wieder zugute. Das Geld ist ja nicht verloren. Und ich sehe das ja auch in dem Bereich, wo ich jetzt sozial engagiert bin. Das ist also Selbstvertretung Obdachlosen. Das heißt also, dass nicht nur über Obdachlose geredet wird, sondern mit Obdachlosen. Also der Großteil, die können das gar nicht. Und für die muss ich das eigentlich auch mitmachen. Das ist für mich so meine Berufung. Aber was machst du zum Beispiel, ich sag mal jetzt mal, wenn man mal 5 oder 10 Jahre weiter guckt, man wird ja auch älter, keine Ahnung, kann ja mal sein, dass man irgendwie krank wird oder dass man zum Beispiel vielleicht irgendwie mal einen Rollstuhl braucht oder sowas, dann kannst du nicht mehr mit dem Fahrrad durch die Gegend fahren. Und dann ist es wahrscheinlich, oder ich stell's mir dann nochmal alles viel, 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 viel komplizierter vor, draußen oder auf der Straße zu leben? Ja, das ist nicht möglich. Also sobald jetzt irgendwo mein Hund oder ich krank werde, also Gesundheit ist das höchste Gut sowieso. Ja. Also das ist der größte Reichtum, gesund zu sein. Energie zu haben, gesund zu sein. Ja, und ich hoffe auch, mein Urgroßvater, der war 96. Mit 96 ist er irgendwann mal eingeschlafen. So, ich hab mir geschworen, also den überhole ich noch. Also der und vor allen Dingen fit mit 96 noch. Ist auf jeden Fall erstmal interessant, Hartmut zu treffen, gerade weil man nicht so viel Kontakt zu Obdachlosen hat oder auch mal so eine Stimme dazu hört. Was ich, wie gesagt, nicht so gut finde, ist, dass man halt, ich sag mal immer dieses, sagt, ich steige aus dem System aus, aber gleichzeitig eigentlich Teil des Systems bleibt, nur eben mehr nimmt, als man dann gegebenenfalls gibt. Schön, die Seite auch mal kennenzulernen in dem Alter, wie er jetzt ist, da war ich auch, stand ich auch voll im Leben und war auch so voll Energie, um Gott weiß was alles zu bewegen. Und da hat es mich auch teilweise schon mal gereizt. Aber muss das sein unbedingt? Also ich war nie der jetzt nach der riesen Villa gestrebt hat oder sonst irgendwas. Ja, das Experiment fand ich schon sehr interessant. Vor allen Dingen hat man ja nicht täglich bei seinen Kontakten, dem es also, wie gesagt, von finanziell natürlich ein himmelweiter Unterschied ist. Ich sag mal, Obdachlose stellt man sich so vor, gerade wenn man auch hier in Berlin ist. Ne, das sind irgendwelche Leute, die hausen unter Brücken. Jetzt nicht unbedingt Leute, mit denen man auch eine Debatte oder mit denen man sich auch unterhalten kann. Aber das zeigt für mich auch wieder, jeder Mensch hat ein Potenzial und kann eigentlich sehr, sehr, sehr viel machen und bewegen. Ich kann mir schon vorstellen, klar, dass wenn jemand in der Situation ist, dass er natürlich viel Geld hat,
dass er dann auch anders auf Geld schaut. Ein paar Sachen konnte ich ganz gut nachvollziehen, weil ich grundsätzlich auch immer sage, hey, man hat ein Ziel und das ist bei jedem Menschen anders. Aber gleichzeitig zeigt es mir auch, dass das, was ich mache, irgendwie für mich auf jeden Fall der richtige Weg ist. Spannendes Video gewesen. Wenn dir es genauso gut gefallen hat wie mir, dann klick hier auf der Seite einmal auf den Abonnieren-Button. Hier gelangst du zu einem weiteren Sag's mir Video und hier unten geht's zu einem anderen Video auf diesem Kanal.